So, Lieblingsfreunde, willkommen! Zweiter Tag irgendwie SWC Europe. Schon, gell? Jo, passt. So, wo sind wir? Match Nummer 1, Neff vs. Reach. Hat schon wieder ein Typen malicious Logo drin, ha? Was geht denn da ab? So, Platz 6, Platz 33. Ich habe das relativ irgendwie früh gemacht heute. Ich bin erst vor kurzem aufgestanden. Normalerweise mache ich das eben irgendwie so um 3 Uhr nachts oder so, deswegen bin ich dann immer müde. So, wir sehen den Wedgehut und wir sehen den Neftis als Pre-Ban. Oliver und Instanced Hagen Tomorrow, ja. Da kriege ich auch gleich irgendwie Instanced einen hohen Blutdruck. So, Wasserstriker Neftis, Laura Marshall, Raccooni und Miles, ja. So, was sehen wir irgendwie als Last Pick, ha? Huh? Könnte irgendwie eine Wasser-Unit sein? Ein Oliver-Bun? Könnte aber auch ein Word sein, weil er einfach fucking overpowered broken ist und hoffentlich zu Tode des Todes genervt wird. Weil es eh relativ egal ist. Nachdem Chogan gebufft wurde. Na, ich will trotzdem, dass er genervt wird. Einfach, er kann ja eh revengen, ne? Das verstehe ich eh nicht, eigentlich, wieso das eigentlich funktioniert. Du revenged mit Skill 1, aber dann dein Skill 3 passive funktioniert irgendwie, ist doch Bullshit. Egal, so. Miles gebannt, Oliver gebannt. Miles gebannt, Laura gebannt. So, Segment natürlich first. Reset of Tomorrow, ja, macht glaube ich irgendwie den meisten Sinn. Hagen wäre vielleicht auch noch gegangen. Was machen wir, ha? Huh? Okay. War irgendwie lustig gerade. Hat Oliver gestunt, ne? Aber Raccoon ist dann gleich reingekommen und hat Oliver geclanced. So. Was macht der Hagen? Kein Quad Dispersed, dann ich bin enttäuscht. Der Wasserstrike hat auch nicht viel gemacht. Wörter zwar Revenge, hat aber glaube ich nichts gecritted. Ein Bioproc von Marsha. Oh mein Gott, die Double Glancing, ha? Huh? Was irgendwie die Segment da quasi gewonshottet, aber sie lebt halt immer noch. Die wird aber die Segment killen. Oder auch nicht. Das heißt, Segment wird noch leben, weil Raccooni drankommt. Raccooni Bioproc sicher. Klassiker. Nein. Bin enttäuscht. Oh. Okay. Marshall natürlich mit dem Bioproc. Ja, was machst du? Ne? Okay, finish die Segment mit dem ersten Skill. Hagen wurde Cooldown increased, aber keine Attack by Absorb, weil keine Ahnung, Oliver irgendwie kaputt ist. Meiner macht das irgendwie auch nie. So, wird immer noch mit Glancing, Double Glancing. Glancing OP. So, Striker Passive gepoppt. So, Marsha mit One-Shot auf Oliver, ha? Huh? Raccooni glaube ich eher nicht. Raccooni wird High Resistance haben. Und eventuell auf Nemesis sein, ja, absolut wasted. Da hätte ich irgendwie eher versucht, irgendwie den Oliver zu damagen, aber okay. War eher Proc von Oliver. Cooldown increase. Wert macht auch nicht viel Schaden, ha? 1500 Schaden pro Hit. Ich würde mal gerne, nicht unbedingt, aber würde mich mal interessieren, wirklich, was die Words für Stats haben. Einfach Triple Revenge und 100 Crit Rate und das war's. Weil warum nicht mal irgendwie so ein bisschen so ein YOLO-Word irgendwie bauen, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob so ein YOLO-Word dann irgendwie viel Damage machen wird. Aber es wäre halt irgendwie so... Ja, die Leute rechnen halt nicht damit, so würde ich halt irgendwie sagen. Oh, Marsha fokus den Wasserstriker gerade. Na gut. Keine Ahnung, ob der Word das Ding wie Solo gewinnen könnte, ja? wenn der Wasserstriker down ist. Gegen Raccooni und Oliver. Immer noch, ja. 1600 Schaden pro Hit ist halt nicht so viel, ne? So, Raccooni lebt halt auch immer noch. Warum? Hättest du nicht gerade versuchen können,
Word kommt doch als nächstes dran, oder? Ich hatte doch irgendwie versucht, Dracoon irgendwie zu damagen. Und damit Word irgendwie Raccoonie zum Killen. So hast du irgendwie gerade den Strike halt einen Passive Proc halt gegeben, ne? Naja. Vielleicht hat sie keinen Unterschied gemacht, ha? So, 1 zu 0. So, sehen wir jetzt irgendwie Edna und Laura als Pre-Ban. Ist Laura wirklich so OP, dass man die anderen irgendwie pre-bannen muss? Oder irgendwie so, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, dass sie so schlecht ist, aber irgendwie so overpowered finde ich sie auch nicht. Vor allem, weil die Leute halt meiner Meinung nach das irgendwie nicht ausnutzen, dass sie irgendwie so einen fetten Base-Speed halt hat, ne? Stell dir vor, irgendwie eine Laura, ein Wunzer plus eine Savannah so ungefähr. So würde ich es wahrscheinlich machen. So, Cammy, ja. Ein Hahn. Ein Wedgert. Boah. Ekelhaftes Teaming wieder links. Ein Wooser. Das heißt, was? Du bannst die Praha? Würde eigentlich Sinn machen, ne? Auch wegen Wedgert. Na komm, ja. Okay, Wahnsinn von mir, ha? Wooser und Praha gebannt. So, was macht Zack mit? Wahrscheinlich auf Tomoe oder auf Oliver? Ja. Oder einfach halt sacken. Wie immer. Disperse dann auf Tomoe. Strip auf Oliver. Dismounted the Marshal. Vio von Oliver. Warum würdest du nicht irgendwie, ich weiß, also ich hätte Oliver gekillt, ganz ehrlich, weil einfach, weil du halt einfach Marsha nicht one-shotten kannst. Ja, du kannst sie halt dismounten, schon klar, aber du hast eh, du hast Defense-Buff, du hast Anti-Crit, ja. Und jetzt ist gerade irgendwie Oliver durchgefahren, hat irgendwie alles resettet und Attack Bar Reduce und was weiß ich was, nicht noch alles, ja. Also ich hätte irgendwie den Oliver gekillt. Hätte er Defense-Break gelandet, hätte er es sicher geschafft, ja. So, Marsha. Okay, Marsha wieder jetzt down gehen. Hahn hat halt Slow Debuff oben, ne? Wieder lustig, keine Ahnung, wieder die Cammy halt killt, aber hey. So, Oliver hat den Wedgert dann gereduced und alles Mögliche gemacht. Zum Moe stunt den Hahn. Stunt, Slow Debuff. Vioprox von Oliver. Schau, es soll einfach irgendwie. Double Disperse dann, glaube ich, war das. Disperse dann vom Strike auf Oliver. Was halt einfach der Oliver mit deinem ganzen Team macht, ja? Nur weil du den halt jetzt nicht irgendwie gekillt hast, ne? Oh, Wahnsinn, ey. 1300 Schaden von Cammy. Ist ja nicht einmal die Hälfte von dem, was der World Cup gemacht hat, ha? Hat aber auch nicht gecrittet. So. Ganzes Team gestunt. Wie will halt der Typ hier? Das ist ja auch irgendwie so. Das ist so eine neue Juno irgendwie, der Wedger, ne? So ein bisschen halt. Nerf Inc. So. Was machst du? Okay, zweiten Skill. Hat halt voll ein Karma-Dings gefressen, ne? Breeze of Hahn. Trotz Glancing, nice. Cooldown Increase, Attack by Absorb. Stun auf Wedgert. Ich sage ja, das hätte die Marsha hätte ich dann nie irgendwie so kontrollen können. So wie es der Oliver gerade macht. Okay, Zack mit dem ersten Skill. Cammy wieder mit 1500 Schaden. Oliver mit Reset und Attack by Reduce auf Wedgert. Kein Bioproc von Hahn. Der hat immer noch Slow Debuff oder schon wieder. Reset auf Segment, kein dritter Skill. Okay, ein Disperse dann von Oliver. Das Ding ist, obwohl das so gut eigentlich, der Oliver ist ja wirklich, Oliver zählt da gerade irgendwie, glaube ich, für 2,5 Units oder so ungefähr, ja.
Was ist das für eine beschissene Cammy? Was hat die, der 15 Crit Rate oder was? Also, was ich sagen wollte, Oliver hat echt gute Arbeit gemacht, kann man nichts sagen. Trotzdem hat er nichts damit anfangen können, ne? Absolut deserved, das war absolut. Das war ein absolute Scheiß, Cammy. So, dann haben wir da Pathfix gegen Glorious. Oh mein Gott, Glory, ja? Angeblich ist das mein größter Fanboy, hat er mal gesagt. Keine Ahnung. Ob stimmt. So. Der spielt eigentlich auch recht coole Teams. Also der ist eigentlich auch irgendwie nur so ein Turn 1. Ich weiß, dass er auch einen Wunzer und so hat. Wahrscheinlich noch ein paar andere, aber das sehen wir leider nicht, weil einfach Wunzer nicht gut genug ist. Oh Gott, hey. Oliver, Vanessa gibt Preband, Sagat, Tian Lang, Ryu, Jongpung, Juno. Ich glaube, das Team irgendwie mit Tian Lang und so, ne? Und Juno ist halt auch wild. Aber Sean ist auch wild. Sean könnte halt, ja. Gott, ich bin echt gut, ha? Würde mich interessieren, ob das die anderen der Caster da irgendwie auch sagen, ha? Zwecks Sean und so und Juno? Ich glaube nicht. Was habe ich davon? So, öffnen wir dritten Skill machen. Oh, fuck. Okay, kriegt einen Stun auf den Ryu. So, was macht Heigang? Quad Glancing. Nice Tian Lang. Absolut nichts gemacht. Okay, Defense Break dafür auf Fner. So, was macht Jongpung, ha? Dritten Skill. Sagamos, Tsuchizuka. Strippen, Provoken, Resetten. Hat er alles gemacht. Braver Typ. Hätte die Fner wahrscheinlich finishen können, aber gut, macht er letztendlich wieder Tian Lang. Ich bin enttäuscht. Glory, ha? Maya von Shizuka. Tja. Refreshed oder nicht, ha? Oder Kill. Okay, refreshed. Los, Quads dann. Ja, einer. Oder halt zwei Stunts, aber... rausgeprockt. Okay, Shizuka nochmal mit dem dritten. Stunt halt alle, ne? Ah, Sagar war ja schon wieder raus, wird wahrscheinlich die Shizuka finishen. Jo, easy mit Defense Break. Heigang finishen. 1-0, ha? Huh? Bin ich jetzt echt enttäuscht. Wo ist Valantis? Wo ist Wunza, ha? Huh? Ich weiß, also, die hat Sean und Julian. Na komm, ja. Huh? Dark Robo Maximilian. Und ein Fire Monkey. Ist nicht schlecht. Oh, Valantis, ha? Das heißt, er wird keinen Robo bannen. Es könnten ein Tian Lang bannen werden, es könnten Maximilian bannen werden. Ja. Gilly hat heute oder gestern, keine Ahnung mehr, Maximilian schon wieder gezogen. Das ist ein Wahnsinn, was in diesen Noob-Low-Gilden, was die Leute an Eldinet 5s ziehen. Das ist wirklich übertrieben einfach. So. Vanessa first. Wird wahrscheinlich zu Oliver gehen. Vielleicht Marsha. Auf jeden Fall nicht auf Raccoonie und nicht auf Valantis. Okay, bekommt den Defense Break auf Oliver. So, der Valantis. Oha. Ja, der Valantis wird halt gleich Go machen. Tian Lang hat er mal wieder verkackt. Okay, Quad Glancing, Double Provoke. Aber den Sagar halt nicht provoked, ne? Oliver down. Ja, was macht Marsh? Ha? Robo oder Vanessa? Aber das Ding ist halt, wenn... Okay, geht auf die vermutlich tankigste Unit gerade. Wireproc Damage reicht nicht einmal irgendwie.
Ja, du musst halt trotzdem irgendwie Vanessa killen, ne? Die Lang wieder mit dem Bioproc, zweiter Skill ready. Auch wenn er nichts macht, macht er wenigstens immerhin noch guten Schaden. Valantis down. Marsh und Raccoonie gegen den Rest der Welt, ha? Speedbuff Marsha. Ja, One-Shot auf die Vanessa. Tja. Mal ein bisschen Accuracy wäre nicht schlecht, ha? Okay, Raccoonie lebt noch. Bioproc, ich meine, man kann nicht sagen, irgendwie, dass er keine Procs kriegt oder so, aber. Na komm, ich bin auch größter Fanboy nach Nice is Mice. Na gut, aber Raccoonie down, Marsha gestrippt, gestunt. 2 zu 0 in die Fresse. So. Oha, Mr. Legend Dobabo, ha? Nice. Was ist Timbo? Segment First. Hegeng und Genny geprevent. Ich weiß, so Babo hat da ab und zu irgendwie so nicht Hegeng, Genny First gepickt. Ich schaue mir auch ein paar Videos von ihm an. Sind recht interessant. So, Chivo, glaube ich, ist auf Despair. Ich meine. Also, weiß ich nicht, ob er halt jetzt irgendwas geändert hat, aber Chivu, normalerweise ist, glaube ich, sind Chivu nicht irgendwie auf Swift, sondern immer auf Despair. Han und Robo, okay. Double Stripper, Double Speed Lead. Zwei fette Units halt mit fetten Base Speed, also Babo auf jeden Fall Turn 1. Julian, Vanessa, Cammy, Raccoonie. Ziemlich tanky halt irgendwie und halt kaum halt irgendwie so zum One-Shotten. Abellio ist auch nicht übel. Okay, das ist auf jeden Fall gut gepickt rechts. Okay, Abellio gebannt, Han gebannt. Ja, Abellio macht auf jeden Fall Sinn. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Das Ding ist halt, ja, du kannst irgendwie Cammy nicht wirklich killen. Du kannst den Julien nicht killen. Bin gespannt. So, Speedbuff. Ich glaube, der ist sogar. Ist der Crit Damaging wie der Chibu? Ha? Der macht, glaube ich, schon halbwegs irgendwie Damage. 8k da was auf Raccoonie, knapp 10k auf Julian, okay. 7k auf der Vanessa. Er könnte schon irgendwie so auf Crit Damage sein. So, Robo. Okay, kriegt den extra Turn da. Nicht allzu viele Dots, noch keine Stuns oder irgendwas. Julian halt OP, glänzt sich selbst. Eigentlich ganz guter Schaden schon, ne? Das Stun auf Ashir war gerade echt wichtig. Freeze am Robo. Problem ist halt, ja, das war's halt mit dem Fallout, ne? Raccoonie wird sich sicher selbst boosten. Vio von Raccoonie. Kriegt er irgendeinen Lucky Sleep vielleicht oder so von Chivu? Nein, kriegt er nicht. Defense Break of Ashe, ja. Ja, Reset Vanessa, oder? Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Go of Raccoon, was ist das? Ja, hätte ich auch gemacht, weil Raccoon ja am lowesten ist, aber Ashe hat nicht genug Schaden. Ja, das war's, ne? Das ist halt, wenn du so cleaven willst, brauchst du zwei Dinge. Ja, du musst outspeeden, ja, was ja gegen das Team nicht schwer ist. Und was schwerer ist, du musst halt genug Damage haben, ne? Das ist auch mein Problem so gewesen, wie ich mit Robos Ziballas gespielt habe. Ja? Du hast keine Chance irgendwie in eine Cammy und ein Raccoon und sowas zu killen. Ja, wenn irgendwie der Typ halt kein Heal oder irgendwas hat, okay. Aber, ja, bin gespannt. Ich hoffe irgendwie, dass wir da mehr Matches sehen. Okay, Julian geprevent, macht Sinn. Chongpong gebannt. Oh. Han, Robo, Bella, Raccoonie. Hagen als First Pick, ha? Huh? Sagar, Karnal, Alexandra, Vanessa.
Eine Shizuka. Was würdest du da machen, ha? Vanessa bannen, zwecks Speedlead? Shizuka, oh, schau wie gut. Oh mein Gott, ich hab's einfach drauf, ja? Wahnsinn. So, bin gespannt hier. Ich hoffe, dass Ubavo gewinnt. So, Robo natürlich wieder mit Turn 1. Hier ist da, glaube ich, gar nicht so gut, wenn er halt irgendwie seine Dinger da bekommt. So, Bella als nächstes. Was machst du mit Bella? Ist er gar irgendwie controllen? Kann er controllen? Bist deppert, hätte. Okay, das war aber gerade nicht so viel. So, ich bin auf seinen Hahn gespannt, ha? Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, die Alexandra kommt jetzt dran, könnte eigentlich shielden, ne? Dann wird halt der Karnel überleben. Müssen wir das irgendwie noch einmal anschauen. Ich glaube, das war der. Ich glaube, ich hätte es irgendwie anders gemacht, ganz ehrlich. Warten wir mal irgendwie, was passiert irgendwie noch. Ich meine. Stun auf Bella. Komm, Raccoonie, Proc raus. Proc, 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 jede Runde. Komm, Hahn, du auch. Proc aus Provoke raus. Und Bella auch. Proc. So, Alexander wird transformen. Pew Pew. War nicht allzu viel, aber nicht zu wild, ne? Alles gedebufft, Glancing, Attack Breaks, links, rechts. Ein Stun vielleicht? Stun am Robo. Hättest nicht irgendwie, hätte er nicht Hahn finishen können? Ist jetzt irgendwie alles so greedy. Booste Hahn oder so? Was hat Hahn ready? Gar nichts. Oh mein Gott, finish den Karl into Vioproc. Dritten Skill auf Sagar, landet Defense Break, Sagar weg, Pew Pew. Vioproc von Bella. Stun auf Alexandra. Ja, macht dritten Skill. Robo killt sich dann halt selbst. Okay, macht er nicht. Jetzt wieder Vioproc out of Stun, ha? Diese Hegings haben irgendwie auch, glaube ich, irgendwie increased the Stun Rate und weiß ich nicht. So. Was ist da jetzt, ha? Oh mein Gott. Okay, das war echt. Aber ich muss mir das noch einmal anschauen. Ich finde, ich glaube, der Anfang war da irgendwie echt verkackt, ha? Muss ich sagen, bin ich nicht zufrieden. Ich meine, er wird sich sicher irgendwas denken, aber trotzdem weiß ich nicht. Deswegen muss er nicht immer richtig liegen. Also er geht auf den Karnel. Vielleicht hat er irgendwie da schon mit Bella auf Sagar gehen sollen oder so, ha? Aber gut, ist ja wurscht, ja? Deswegen also, du kriegst halt hier den Vioproc. Irgendwie hat er gerade. Hat er nicht irgendwie auch Attack Bar Reduce normalerweise? Irgendwie hat sie nichts gemacht, ha? Aber ich würde halt irgendwie da, ganz ehrlich, ich würd eigentlich da mit Hahn auf Sagar gehen, weil Karnel hast du eh reduced, ja? Du könntest ja mit deinem Raccoonie noch einmal boosten. Der Robo kommt dann noch einmal dran. Also ich wär da mit Hahn auf Sagar gegangen. Weiß nicht, also ich hätte es so gemacht, aber ist ja wurscht. So. Drittes Match. Vanessa und Robo geprebannt. Shizuka first gepickt. Into Sagar, Heigang, Julian. Dann dieses Wind Cookie oder was das da ist. Und ein Chandra. Und auf der anderen Seite sehen wir Shizuka, Raccoonie, Bella und Karl. Okay. Rechts hat halt. Oh, hat er Sustain? Ich habe keine Ahnung, was dieses. Winddings da macht, ha? Aber macht die nicht ein Schild? Ist das nicht die? Ich habe keine Ahnung. Mehr. Wirklich, diese scheiß Collaboration Units. So, egal. Heging hat zwei Strips verkackt. Okay. Karnel auch provoked. Bella hat irgendwie nicht CC'd. Okay, den vierten Skill geused.
Ist schon heftig, was hier an Damage macht. Mabel hat jetzt, glaube ich, den zweiten Skill noch über, ne? Also kann diesen, kann den Hack das strippen. So, das Teil da healt und macht halt Schild, ne? Es ist so wie das Feuerteil, glaube ich, ne? Irgendwie so ähnlich. Bella provoked. Ja, was ist los mit Babu, ha? Ein ganzes Team da irgendwie CC'd und provoked und geslowed und geht nicht viel, ha? Okay, war ja von Shizuka, aber wurscht, hat eh nichts ready. Okay, hat den Hack da gestrippt. Bella provoked plus gedefense broken. Karnel gestunt. Oh, war ja Proc wieder von Bella, okay. Machst du wieder vierten Skill? Na, oder? Oh ja, macht er, hm? Gott, diese Hay-Gangs hier, der landet immer. Immer Glancing und stunt auch immer. Wirklich, es ist so schlimm, die Unit. So, Raccoonie wird halt Bella cleansen. Er braucht aber irgendwie so ein paar Vios. Oder irgendwie noch ein paar mehr. Ich will einfach, dass so Barbo gewinnt, ganz ehrlich. Warum dieser andauernde Damage auf unterschiedliche Units. Finish doch auch mal einfach irgendeine scheiß Unit. Was bringt das? Abwechselnd Damage auf Bella, abwechselnd Damage auf Karnel. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich war da. Du musst halt einfach mal irgendwas finishen, ganz ehrlich. Scheiß Hagen wieder. Oh mein Gott, so, was macht Raccoonie, ja? Bella boosten. Bella mit zweiten Skill auf Sagar? Na, no, Bella mit. Was war das? Erster Skill oder zweiter Skill auf Chandra? Soul Protect auf Bella? Er weiß auch nicht, was er machen soll, ha? Vioproc. So, Karnal, ha? Zweiten auf das Wind-Dings, jupp. Okay, Provoke verkackt. Provoke auf Shizuka. Okay, der wird wehtun. Stun auf Karnel, Stun auf Bella und Shizuka ist down, ja. Okay. Tja, und Babu, ha? Er hat eindeutig einen größeren Bizeps, ha? So, wen haben wir da? Tutu und Rexets, oder wie er heißt. Valantis und Vanessa geprevent und wir sehen schon wieder eine Bella. Okay. Ich finde aber irgendwie auch, da. Ich glaube, irgendwie hätte es schon viel früher irgendwie beenden können, ja, indem er einfach mal irgendwie so Kahn oder Bella halt wirklich gefokust hätte, aber ja, wurscht, hat er scheinbar eh nicht nötig gehabt. So, Wus und Sagar. Alle packen wieder Sagar irgendwie aus, ha? Da. Ich habe gerade irgendwie Facebook lesen müssen. Juno und Chiana, ha? Und Chivols Last Pick zwecks Speed Lead, ha? Keine Ahnung. Könnte irgendwie Oliver bannen? Könnte aber auch irgendwie so ein Juno-Bann werden. Juno relativ hart wahrscheinlich zum. Naja, wobei mit Bella ist Juno auch nicht so schwer zu killen. Okay, Oliver gebannt, Chivo gebannt. Na gut, das heißt wahrscheinlich wird Effner irgendwie so Chiana Fokus in Turn 1. Komm mal. Speed Lead, Defense Lead. So, Effner first, eh klar. Zweiten wird halt nicht machen. Dritten Skill auf Chiana. Bekommt auch den Stun. Ich glaube, Bella kann schon finishen. Okay, das reicht.
Allerdings würde ich sie trotzdem finishen, ha? Okay. Zagara irgendwie, was hat Zagara gemacht? Auf Juno? Okay, den Cooldown Increase auf Juno macht natürlich auch Sinn, ne? Wegen Wusa. Macht Sinn. So, Free Wish für Wusa, ne? Weihe von Wusa, natürlich auch nicht schlecht. Das Ding ist halt, Shizuka wird halt Qiyana reviven. Sagat aber Dings resettet, ne? Ist halt ja. Qiyana hat halt Skills ready, ne? Weil er halt eben nicht Qiyana resettet hat, sondern die Juno. Okay. Ein Triple Stun. Triple Strip Stun. Defense Break of Shizuka. So, Marsha wird wahrscheinlich Effner fokussen, wobei ich eher auf Bella gehen würde, weil Effner nicht so wild gegen Wasser, gegen Fire Units. Defense Break auf Bella oben, Bella down. Sogar wahrscheinlich irgendwie so auf Shizuka, oder? Resistance, 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 sehr gut. Defense Break nicht resistet. Oh, F noch Nemesis, aber keine Skills ready. Reicht der Damage? Jo, der Damage hat gereicht. So, Sagar und ein Wooster könnte doch interessant werden gegen Marsha und Juno. Okay, fetter Defense Break gelandet. Es könnte hart werden irgendwie, weil Wusa muss ja quasi 2,5 Leben killen, ne? Okay. Wird er wohl, glaube ich, nicht schaffen, ha? Zwei Dispersed hintereinander. Okay. Tu. So, was sehen wir irgendwie jetzt Schönes? Ein Double Oliver Prevent, okay. Okay, das ist ein bisschen langweilig, da irgendwie was die picken. Das ist Haging-Scheiße, wirklich, ey. So, Bella gebannt, Juno gebannt. Ja, Effner wird wieder Turn 1 bekommen. Und die Frage, was er macht, ne? Ob sich's überhaupt lohnt. Oh, Segment mit Turn 1, okay, interessant. Nice. Schau, was ist jetzt passiert, ja? Es ist prinzipiell unmöglich eigentlich, dass Sagar eine Effner oder eine Segment outspeedet, auch wenn er irgendwie den besseren Speed Lead hat, ja, allein schon wegen dem Base Speed. Schau. Er macht dritten Skill mit Segment auf den Sagar, ja? Resisted. Und wegen Hagen, Increase Attack Bar, ja? Und deswegen cuttet er jetzt, ja? Und hat aber halt Skills ready. Ja. Okay, geht auf die Effner. Striker boostet den Abellio. Defense Break. Auf Effner. Jupp. Habe ich gerade Abellio gesagt? Ich meinte halt, Valantis ist eh wurscht, ja. So. Eine Unit gestunt, eine Unit provoked, Segment geglanced, Effner geglanced, Praha steht halt immer noch da mit Will. Und Daydream, Quad Sleep, Intro Vio Proc, Focus Vanessa, eh klar. Praha turncycled ordentlich. Die könnt ihr fast schon wieder Heal ready haben, wenn alle Units irgendwie mal aus dem Sleep rauskommen. So, was macht die Segment, ha? Gar nix. Sagen wir so, ich glaube, zur nächsten Runde oder so kann Pry das Sleep ready haben, ha? Ein Vioproc. Und gleich nochmal irgendwie alles gute Nacht, ha? Na schau. So, Segment wahrscheinlich mit dem. Oh, hab nichts gesagt, ich wollte sagen, zweiten Skill, aber nö. Okay, Stun of Segment.
Alle Dots gelandet, nice. So, Fokus die Pra, du musst die Pra irgendwie kontrollen. Braver Junge. Defense Break of Effner. Drei Units gerade gestand. Oh mein Gott, das ist eine Vio-Effner. So, dann mach zweiten Skill. Ah, wobei lieber nicht wegen Valantis. Er hat jetzt die Effner finish, die Vanessa finishen können. Er braucht irgendwie einen Stun jetzt auf die Praha. Oh mein Gott. Kein Vio von Praha. Wer Praha jetzt irgendwie rausgeproppt, hätte es gewonnen. Instanced. So, Vanessa down. Ich verstehe irgendwie das nicht, diesen abwechselnden Damage immer auf irgendwelche Units. Einmal auf die Unit, einmal auf die Unit. Du kannst halt keine killen, jetzt sind alle Units low, ja? Und jetzt sind alle Units wieder voll. Dankeschön. 2 zu 0 verloren. Easy. So, sie machen irgendwie unseren letzten zwei da, ne? Das ist ja wieder Best of Five. Tian Leng gebannt, Oliver gebannt. So, Raccoonie und Chongpong. Nur mal kurz Pause machen. Okay, weiter geht's. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen raus, aber hey. So, was haben wir da Schönes? Second First. Ja, Reset sogar. Eh klar. Reset Hagen. Okay. Okay, okay. Na gut, weil halt Hagen sonst wieder drangekommen wäre, ne? So, dritten Skill, Resist, 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 ab. Da war ja nicht einmal irgendwie Schaden, ha? So. Double Resist, auch nicht schlecht. So, was wir sogar irgendwie machen, ne? Defense Break of Harm. Okay, into One Shot, into eigentlich GG wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie noch genug Damage halt hat. Außer also natürlich Quads dann vom Striker. Nichts passiert. Wait. Achso, ich dachte irgendwie gerade, er wäre so auf Vio, aber nein, jetzt nicht auf Vio, weil er hat den Vampire da gestunt, ne? Jetzt so blieben wir Techbar da absorbt. Das Bär ist dann von Segment. Vio von Oliver, ja. Und da irgendwie noch eine Chance hat, ha? Huh? Ich bin gespannt, ob irgendwie der Julie genervt wird wieder. So, Wedge hat im zweiten, Hagen strippt natürlich wie immer alles, landet auch Triple Glancing. Unglaublich, diese Unit, keine Ahnung. Julian Stun of Segment, Provoke am Wasserstriker. Wedge hat da irgendwie echt so eine kleine Mini-Juno, ha? So, maximal irgendwie Attack Break, auch nicht. Ja, du kannst halt nichts machen irgendwie mehr gegen den Vampire, ne? Wireproc irgendwie zwei Runden zweiten Skill cooler, ne? Echt eine overpowered Unit geworden. So. Ja, deswegen auch Pre-Band. Oh, Kinky, ja? Also, was wollte die ganze Zeit von mir? Dark Robo Fire Monkey.
Das ist irgendwie ein bisschen langweilig, ha, diese Teams da gerade. Okay, Kinky gebannt, Tianlen gebannt. Na gut. Bin gespannt. Da, was haben wir da Schönes? Raccoonie mit Turn 1. Swift Raccoonie, ha? Huh? Vielleicht. Boosted Hagen. So, Hagen. Naja, im Vergleich zu anderen Hagen ist irgendwie gerade nicht so wild. Okay, Defense Break Resisted. Robo. Robo. Auch nicht viel gemacht. Wasser Striker stunt wenigstens den Karnel. Glanziger Monkey oben. Kein Stun auf Oliver. Der wird wahrscheinlich den Robo resetten und danach irgendwie den Sagar. Officer. So, düdüm. Keine Stuns irgendwie auf die Vanessa. Monkey immer noch mit Glancing, crittet aber trotzdem, aber Defense Break Resisted und noch kein Bioproc, ne? Absolut langweilige Matches da, ganz ehrlich. Das war irgendwie gestern spannender. Cooldown Increase. Cooldown Increase. Absolut zerstört irgendwie, ha? Ciao, Zuals. Profilpicture. So, Attack Breaker Monkey. Ich sag's euch, also gefühlt, wirklich, müsste es eigentlich irgendwie die urmega fette Nerfwelle kommen. Im nächsten Balance Patch. Wenn man sich da irgendwie so anschaut, was bei SWC gespielt wird. Allerdings bin ich selber kein Freund irgendwie von Nerfs. Ich finde irgendwie, man sollte irgendwie eher andere Units buffen, als dass man irgendwie Units nervt, nur weil sie halt irgendwie OP sind. Okay, Defense Break gelandet. So, Hegang wieder mit Quads dann. Was? Kein Quads dann. Striker mit dem Stun am Robo. Provoke, Bioproc. Das Problem ist aber, Raccoonie wird, glaube ich, den Oliver cleansen, ha? Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt schon. So, boostet sich selbst. Resettet den Karnel. Ja, da wird auch der Fire Monkey wird das dann irgendwie nicht solo gewinnen können. Ich sag's euch, irgendwann cleanst sich der Feuermonkey auch noch, bevor er irgendwie einen Zug bekommt. So aller Ciao Passive. So ein 1-2-Balance-Patches wahrscheinlich. So, Robo down, ja. Sagar wird gleich fallen. Monkey ist auch so gut wie tot. Macht auch nicht irgendwie allzu viel Schaden. Bioprocken tut er auch nicht. Der Tech Break ist halt wieder oben. Raccoonie boostet den Striker, Monkey down. 1 zu 1. Ach, Han und Julien gebannt, ha? Und Antares. Erstens ist es urlangweilig, ich hab da jetzt schon keinen Bock, oder? Was sind das für scheiß langweilige Teams, hey? Der andere Tag, wo die Leute da gespielt haben, war so geil hier. Da war so viel Neues, so viel Interessantes und das. Okay, Double Spares dann. Quad Cooldown Increase, glaube ich, war das. Antares hätte schon geprockt. Tut er noch einmal. Hat aber Glancing oben, was relativ egal ist gerade, aber kein zweiten Skill ready. Und das Ding ist halt Defense Buff auf allen Units oben. Deepra, Antares, mach's gut. Ich kann irgendwie den Wedge schon nicht mehr sehen, irgendwie auch. Es ist so eine behinderte Scheiß-Unit mit Defense-Buff und mit Anti-Crit, ne, glaube ich. Defense-Buff, Anti-Crit, ne?
Ja, also war es doch eh, oder? Man kann halt zwar den Nantana, ja. Er kann halt den Antares reviven, aber der hat dann keine Tech-Buff, ne? Gegen zwei Wasser-Units wird er auch nicht allzu viel machen. Aber Defense Break ist gerade auf Chunkpong oben. Das reicht trotzdem nicht. Und Prah kommt als nächstes, ne? Aber Prah hat kein Heal oder irgendwas. Prah hat gar nichts ready. Was ist denn da los? Okay. Oh, Dispersed dann, aber Raccoonie wird sich selber heilen. Und cleansen. Und da ist er wieder, der Vileplume. Ich wollte es eh schon fast sagen, ganz ehrlich. Ja, komm mal, da lass mich raus aus diesem scheiß Match. So langweilig einfach nur. Und sie machen genau dieselbe langweilige Scheiße weiter. Leo gebannt, Sagar gebannt. Na gut, das Ding ist halt, ja. Ist zwar ein Kinky da, aber es ist auch ein Miles da. Und Miles ist nicht schlecht gegen Kinky. Das ist wirklich ein, ist das wirklich ein Swift Raccoonie? Na, glaube ich irgendwie gar nicht, gell? Oder hat irgendwie zwei Raccoonies? Kann eigentlich auch sein, ne? So, Raccoonie gegen Tierlang ist halt auch so wild, ne? Auch wenn er gerade Geweih geprockt hat. So, Tierlang, absolut nichts passiert. Was? Oh Mann, ey. So, Defense Break gelandet. Ein Stun of Raccoonie. Okay, Fokus den Miles. Kein Defense Break von Kinky. Shizuka Skill hat irgendwie auch nicht so wild. Ganz ehrlich, Alter, ich finde, für mich schaut das so aus, nach überhaupt keinem Plan irgendwie. Einfach so. Ja, halt einfach Meta-Scheißdreck-Units. Ja, einfach halt langweilig und einfach halt. Das ist so wie Schach irgendwie so, ja? Einmal du, einmal ich. Einmal du, einmal ich. Ja, nur dass bei Schach halt irgendwie wirklich noch ein Plan dahinter steckt im Normalfall. Und das halt irgendwie so eine Ansammlung von Meta-Units halt irgendwie, ja? Ohne irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie. So kommt mir es einfach vor. Ohne irgendwie Synergy, ohne dass die irgendwie gut zusammenpassen. Ohne irgendwie ein Setup, ohne irgendwie einen Plan dahinter. Boah. Einfach nur Fahrt. Ich hoffe, dass Neff gewinnt, weil dann sind wir fertig da. Das ist die Raccoonie, Tier Lang halt, ne? Der Tier Lang braucht einmal ein bisschen Accuracy, ja? Wenigstens ein bisschen halt. So, Reset. Nein, kein Reset, nur Attack Bar Reset, kein Cooldown Increase. Shizuka mit Soul Protector für Kuni, ja? Dass du wieder boosten kannst und nur die Hälfte kriegst wegen dem Tierlink Passive, ha? So, was ist Kinky? Resisted, resisted. Wahnsinn. So, Shizuka. Wird jetzt down gehen. Ist down gegangen. Das ist scheiße. Das schaut so aus, als ob wir irgendwie ein fünftes langweiliges Match sehen da. Es sei denn natürlich der Kinky, ja? Okay, Vanessa down. Vileplume von Raccoonie. HP-mäßig ist ja der Typ mit Kinky im Vorteil, ne? Okay, Tieren länger mal mit einem Stun wenigstens. Wie schauen wir aus, Miles, ha? Du musst halt den Kinky da down kriegen irgendwie. Okay, ist ein guter Anfang. Stun auf Kinky to Vileplume. Weiß nicht, ob der Damage auf Raccoonie gerade so geil war. Ich meine, ich weiß, wenn er auf Kinky weiter Damage gemacht hätte. Hätte halt dann Kinky geklänzt, ne? Wie schon mal aus. Kannst du finishen?
Kann er? Jetzt schaut irgendwie danach aus. Also mein fünftes Match sehen. Scheiße. Okay, wollte wahrscheinlich den Kinky Gott stunnen. Cooldown Increase, Attack Bar Reduce, aber ja. Hier ein Lenk Passive. Greedy? Greedy aber finish den Kinky, ja, Wahnsinn, wir sehen wirklich ein fünftes Match. Julian. Julian Antares und ein Praha-Bann, glaube ich, war das und wir sehen wieder ein Word, na gut. So, Efner first. Geht wahrscheinlich auf Sagar, huh? Okay, geht auf Oliver, aber. Wäre wurscht gewesen. Selbst wenn er den Stun gelandet hätte. Okay. Reset auf Changpeng. Triple Provoke. Ryu auch resettet. Okay. Ist schon mal ein guter Anfang. Word boostet. Defense Break auf Effner. So, mach weiter Damage. Hast du den nicht eh schon resettet, hä? Huh? Warte, du hast doch Chongpong, du hast doch mit Sagat Chongpong resettet. Was soll denn der Scheiß? Das ist so wasted gerade gewesen. Warum hat er nicht die Effner gekillt? Hättest einfach schon die scheiß Effner finishen können. So, finde ich die Effner. Gott, Word. Negative Damage, ha? Aber ja. Das schaut gut aus, glaube ich, für den Typ mit Word, ha? Damage of Chongpong wegen Defense Break. Dritter Skill. Achso, na warte, das war nicht Sagar. So, jetzt kommt Sagar. Dritter Skill Sagar. Killt eh auf die Effner. Finish den Chongpong. Ja. Kann man nichts sagen. Letztes Match war echt gut runtergespielt. Da ist er nicht einmal zu irgendwas gekommen. Das ist irgendwie auch so manchmal. Diese Effner-Picks, ich habe irgendwie da manchmal auch das Gefühl, ja, halt einfach so Effner-Picken, weil es halt irgendwie Turn 1 halt kriegt. Ja, aber irgendwie machen tun die meisten Effners irgendwie nichts, ne? So, was haben wir da noch? Timbo versus Tutu. Tutu. Okay. Ich wollte schon sagen, hier bitte nichts, wo ich irgendwie einschlafe. Ich bin jetzt aufgestanden, ich muss noch nicht schlafen gehen. Kinky. Doch nicht, ha? Kein Light Kinky und kein Dark Suiki. Kaki, Fuki. So, was haben wir jetzt? Defense Lead und Speed Lead. Okay, wird wieder auch interessant. Dieses komische Windfeeder kann er so ein bisschen heilen. Cammy kann auch heilen. Buster Striker first. Okay. Absolut nichts passiert, ha? Huh? Sogar mit einem Reset auf Bella, aber es, naja, zweiter Skill ist schon nice. Aber der erste Skill von Bella ist auch trotzdem nicht so übel. Jesus, wie machen diese Hagengs das immer? Das ist so abnormal irgendwie. So, komisches Dings da. Was? Love and Peace. Heal und Shield. Haben wir das Team nicht, haben wir nicht genau dasselbe Teaming wie vorher schon gesehen, ha? Huh? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob der Hagen irgendwie gleich war, aber Sagar und Cammy und dieses Vanilla-Dingens. Ja, es ist halt einfach langweilig. Ich kann halt nichts dafür. So, Freeze auf Bella.
Ganzes Team ist immer noch voll, ha? Na komm, Monkey, ja? Defense Break, Bioproc. Okay, jetzt muss ich echt schauen. Also das Match ist sowieso langweilig, ja? Es interessiert mich eh nicht. Kann ich ja mal nachschauen, was dieses Dingens da kann. Was ist denn das überhaupt für ein Teil? Angela? Na, Jade bist du nicht, ne? Na, warte, da ist. Ich hab die auch. Hubo Vanille Cookie. Oh mein Gott. Dritter Skill ist wieder ewig lang. Ein Passive. Wenn ein Verbündeter mit einem Schild angegriffen wirkt, fügt er dem Angreifer Schaden in Höhe von 50% des Schadens zu, der dem Schild zugefügt wurde. Entfernt zusätzlich einen schädlichen Effekt von Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Zustand und erzeugt für 2 Runden einen Schild in Höhe von 15% deiner Max-HP auf den Verbündeten, wenn der Zug beginnt. Okay, ist halt eigentlich ein Raccoony, ne? Könnte man fast sagen. So ein bisschen halt, ne? Und die zweite erleuchtet alle Verbündeten, wodurch ihre HP um 15% wiederhergestellt werden und 2 Runden lang Schild in Höhe von 20% deiner Max-HP. Gar nicht so übel halt, ne? Finde ich gut. Ging das zu dem Match da. Ich meine, schau, Alter, was ist das? Ich habe jetzt 3 Minuten Text gelesen und das ganze Team von ihm da unten ist immer noch voll. Ganz ehrlich, komm, Monkey, Defense Break, Bioproc. Reicht trotzdem nicht. Aber nice try. Booste den Monkey. Zweiten Skill, Kill. Boom. Problem ist halt trotzdem, dass du da 2 Wasser-Units hast, ne? Love and Peace. Dafür wird halt dieses Bourbon-Vanille-Dings der Bums halt, wird halt schwächer, ne? Je länger halt der Fight halt geht, weil halt ja Max-HP runtergehen. Aui. Man könnte auch das gleiche von Cammy sagen. So, reicht der Damage? Jo, der Damage reicht. So, 2 Fire-Units gegen 2 Wasser-Units und ein overpowered Cookie, ja? Auch wenn es kein Cookie ist, aber ist ja wurscht. Oder ist es ein Cookie? Bobo Vanille. Was ist es noch? Bobo Vanille. Wo ist das Teil? Oh ja, es ist doch ein Cookie. Es ist ein Bobo Vanille Cookie. Was sind die anderen dann? Es sind auch Cookies. Winterbeeren Cookies. Okay. Es sind alles Cookies. Na gut, dann kann ich ja dabei bleiben. Es ist einfach ab jetzt alles ein Cookie, ja? Es ist ein Cookie mit blauen Flügeln. Es ist ein blaues Scheiß-Cookie, was absolut nervig ist. Und es ist ein totes Feueraffen-Cookie. 1:0, ja? Gottes. Oh, bitte, bitte lass den Mannanan durch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh. Okay, jetzt versuche ich mal nicht zu gehen, ha? So, Motivation, wo ist meine Motivation? Mananananananan. So, Reset wahrscheinlich Raki, oder? Ich weiß nicht, ob Raki Julian finishen könnte. Also so One-Shot-mäßig. Okay. Oblivion auf dem Vampire, das funktioniert, glaube ich, noch, oder? Ja. Scheiße, ja. So, Mann, er wird eh nicht viel machen, ja. Wie viel Schaden er ihm macht, ha? 3K, 1K auf Shizuka. 1K, oh mein Gott, was ist das? Ist das kein... Okay, es kann natürlich kein Rage-Mann sein, wenn ich weiß, dass er Bioproc hier, aber... Ist der nicht auf Attack, Crit Damage Attack, ha? Huh? Scheiße. Oblivion Resisted, ha? Huh?
Wie unlucky kann man sein? Der Word hätte halt finishen können, ne? Wenn Oblivion oben wäre. Wenn. Naja. Ich würde irgendwie sagen, dass der Mann dann nicht viel dazu beigetragen hat. Ich meine, das waren gerade 15k Schaden, gell? Und 6k auf dem Word, naja. Ja, ich meine, okay, man. Geil, dass er irgendwie bei so einem Event halt, ja, wo es halt wirklich um was geht, halt einen Mann anbringt, ja, finde ich geil. Noch geiler würde ich es finden, wenn er einen 3 zu 0 macht. Alexandra, huh? Oh, Isis, ha? Huh? Interessant. Isis könnte ja fast ein Bann werden. Naja, war zu erwarten. Was hat das andere? Crit Rate Lead, ha? Huh? Komisches Bobo Vanille Cookie. In Rot diesmal. So, Wasser Striker First. Absolut nichts passiert. Bella vielleicht auf Alexandra? Oder Strip den Hagen? Nein, ich glaube Strip auf Hagen, ha? Huh? Nein. Wollte er nicht strippen, ha? Was macht Pra, ha? Okay, CP mit dem dritten. Das Cookie-Dings, da glaube ich, könnte irgendwie so auf Triple Revenge sein, ha? Könnte das sein? Könnte sein. Könnte aber auch auf Vio Revenge sein. Keine Ahnung, ob das Halim Will hat am Anfang. So, warum auf Cammy, ha? Freezum Striker. Naja. Okay. Quad Defense Break vom Ziel, aber Cammy gecrittet. So, Bella wird aber wahrscheinlich jetzt gerade ordentlich durchfahren, oder? Hat einen vierten Skill. Macht der vierte Skill, lohnt sich denn wirklich mehr? So, Striker mit Cannon Strips, okay. Okay, der Hagen hat irgendwie auch gerade verkackt. So, Freeze. Freeze von Cammy wieder auf die Bella. Single Target Damage. Guter Heal eigentlich, ha? Huh? Irgendwas sagt man, dass er nicht genug Damage hat, aber er hat halt mit Pra auch noch Sustain. Und der Hagen lebt immer noch, ha? Huh? Ist eigentlich voll, ne? Nur halt das Destroyed, oder? Dritt. 3k, über 3k pro Hit. Deleted. So, ersten Skill auf Bella, into zweiten Skill. Into Wireproc, noch einmal zweiten Skill. Scheiße, Timbo, komm, gib Gas. Ich hab keinen Bock mehr. Das gewinnt er eh, ja? Killy Praha. Okay, GZ, ha? 3 zu 0 zerstört. Bin absolut stolz auf dich. Jo, da kann man auch mal flexen. Gut, Gott sei Dank, ich habe eh keine Lust mehr irgendwie. War irgendwie relativ langweilig, ziemlich enttäuschend. Da war der andere Tag irgendwie geil, aber naja, kann nichts machen. Ja, bis zum nächsten Mal dann.